So, ihr Lieben, wie versprochen, wir haben hier nämlich einen kleinen Stricktreff heute. Und Bianca, die arme Socke, hat ja für ihre Tochter, ja, Schwitz, genau, aber wir haben gesagt, wir zeigen es. Wir zeigen sie hat ja für ihre Tochter diesen Harry Styles Strickjacke gestrickt, der Sänger von den früheren One Direction. Und Bianca hat diese Jacke an. Ich gehe mal ein bisschen näher. Bianca, erzähl. Mal so ein bisschen zurück, ja, dann kannst du. Genau, dreh dich mal. Pracht. Drehen. Und diese Strickjacke war, glaube ich, deine Tochter war der Star. Der Star und war das meist beneidete Mädchen auf diesem Konzert. Das ständig hat jemand, Selfies, ne? Die kamen, darf ich ein Selfie mit dir machen? Und wer hat dir die Jacke gestrickt? Und ach, und du bist so zu beneiden. Und doch, also sie war wirklich der Star. Ist ganz schön warm. Es ist sehr warm. Sehr groß. Aber sie ist sehr, ja, aber das soll auch so ein, wenn man die Originaljacke von dem Harry Styles sieht, der hat, glaube ich, so eine Ärmel. Noch größer. Die hatte ich auch so gemacht, aber wir haben tatsächlich noch eine Reihe rausgenommen, weil das hängt bei ihm auch so runter. Ne? Das ist ein ganz, ganz... Der ist auch so ein ganz extrovertierter Typ. Konzert, so eine Perlenkette in Gelb. Der hatte Gelb, Schwarz, Rot, rote Schuhe an. Der trägt auch Kleider. Der hat seine eigene Nagellack-Kollektion, also viel mit Pailletten. Und hübscher Kerl ist es. Muss ich auch sagen. Und vor allem, er hat auch eine nette Stimme. Ja. Also kann ich verstehen, dass die junge Mädchen da drauf abfahren, auf Deutsch gesagt, so ganz wie... Ganz nette Art. Ja, das ist natürlich. Der erzählt auf dem Konzert, also der macht immer, wenn sich jemand outen möchte, ne? dann halten die einen Zettel hoch, ne? Irgendwie auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie heißt das, ne? Ich möchte mich outen. So, und dann geht die Kamera da ran und er outet dann diese Frau oder diesen Mann mit einer Regenbogenflagge. Das wird gefeiert, finde ich ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Och. Ja, also ich habe das Video gesehen. Sorry, muss ich heulen. Ann-Kathrin hat das gefilmt, ne? Und das hat mich so berührt. Mir kommen die Tränen. Dann macht er richtig mit der Flagge und alle hey, und dann wird dieses Mädchen oder diese Frau von groß gezeigt und die wird wirklich gefeiert. Also finde ich ganz toll. So. Gut, dass die Zeiten vorbei sind, dass man sich deswegen schämen muss oder dass man sich verstecken muss diesbezüglich. Oder ich finde das gut. Ob ich das natürlich finde oder nicht, das ist absolut uninteressant. Jeder muss so, wie er meint. Und das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass da jetzt niemand mehr, dass es ganz natürlich ist, dass das akzeptiert wird. Also, ne? Das doch gleich irgendwie. So, ja. Das ist okay. So, und Bianca, wie oft wolltest du es denn noch stricken? Gar nicht, ich ziehe es erstmal aus. Ich muss tatsächlich für meinen Enkelmaus, für die Jamie, aber Jamie hat Größe 98. Also sie möchte die auch haben, diesen riesen Harry Styles Fan. Weil die Tante auch so ist, ne? Also, was aber definitiv Bianca gemacht hat, sie hat ein Muster davon, das lade ich nämlich auch gleich mit hoch. Deshalb, deshalb habe ich das euch nochmal gezeigt. Ich gehe einmal da ein bisschen näher dran. Mal gucken, hier sieht man das ganz gut, denke ich. So. Da, das genau, es hast du aber in Schwarz auch gezeigt. Ganz genau, ne? Weil ich das ja hier, das ist auch in der Original B-Stitch ist das. Das ist die B-Stitch und das hast du auch bei YouTube gezeigt. Ganz genau. Weißt du aus dem Kopf, wer diese Strickjacke designt hat? Weißt du den Namen von ihr? Ansonsten J.W. Anderson. J.W. Anderson. Ich meine so. Also ich werde gucken, dass ich euch das verlinke, weil da hat sie die Anleitung. Das ist die Original. Das ist die Originalanleitung. Genau, und da ist die weg. Da kann man sich dann ein Strickbild runterladen. Wie die einzelnen. Es wird aber nicht in Vierecken gestrickt, ne? Also das wird nicht jeweils 1-1, sondern hochgestrickt ganz in genau, Streifen. Ganz ne? genau, in Streifen. Du fängst unten an und gehst dann hoch. Und dann nimmst du den nächsten und gehst dann hoch. Und diese Streifen werden zusammengestrickt. Genäht. Genäht, genau. Und ich habe das, nicht, dass man denkt, boah, was ist das unsauber. Ich habe das normalerweise. Die Originaljacke ist verkehrt rum zusammengestrickt. Das
mit Fransen draußen. Alles dran. So, aber das konntest du nicht mit dir vereinbaren. Jetzt habe ich gesagt, dann mache ich das alles in Rot und dann ziehen wir das ein bisschen auseinander, dass man so ein bisschen die Naht sieht. Das gucken wirklich die Fransen, es ist verkehrt rum zusammengenäht. Ja. Ne, so. Also sie so, ist... So sieht es. Also, ja, ja, ja. Das konnte ich nicht. Also du hast da wirklich mit gekämpft, auch das Ding zu stricken. Ne? Ich weiß, es war nicht so deins. Das ist auch nicht so meins. Okay, und was strickt denn, wenn ich jetzt hier schon bin, was strickt denn die liebe Dagmar? Eine Stola. Die darfst du aber noch nicht zeigen, das ist Geburtstagsgeschenk. Okay, okay. Und was strickt Martina? Martina, was strickst du? Das sieht auch wunderschön aus. Nach dem Muster von Nicola. Ah, von dem Postboron. Ja, genau. Und die Andrea, was strickt Andrea? Nee, ich häkel. Die häkelst, genau, du häkelst. Und zwar versuche ich eine Sommermütze. Muster erfunden und mal gucken, wie es wird. Das sieht auch gut, die Farbe ist auch gut. Ist das die Cotton Socks? Nein. Ja. Ja, genau. Und ich habe hier die liebe Anja, sie strickt, glaube ich, auch einen Pullover, ne? Nein, ein Dreieckstuch. Ach, das ist ein Dreieckstuch. Die Stulpen und die Mütze sind schon fertig. Habe ich schon gesehen, hast du recht, hast du recht. Also, ich habe vielen Dank, 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 Dank. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Stricktreff, klein, aber fein. Wer Lust hat, donnerstags mal zu uns zu kommen, 14 bis 16.30, 17 Uhr ist jeder willkommen, solange es die blöde C-Sache alles zulässt. Aber wir freuen uns, wenn ihr kommt. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Dann, tschüss. Dagmar. Tschüss. So.